heute geht's weiter mit den Racern, liebe Leute. Wir haben nochmal da irgendwas offen, was ich... Sunset Racer, ja, diese 31, irgendwas Kilometer, die müssen wir noch schaffen. Ich habe sonst einmal nämlich nichts wirklich offen. Doch, hier ist noch einer. Okay, ja, egal, wir müssen es eh machen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Dann haben wir nochmal 20,7 Kilometer Dingsweise. Also, ich guck mal gerade, was wir jetzt für Autos. Ach, wir haben nichts wirklich offen. Hm? 10, 315, 34, 317. Eigentlich war der der schnellste sogar. So, ich hoffe, dass wir jetzt diesmal, dass wir das jetzt mal doch ein bisschen durchwürfeln und nicht wieder wir als acht Autos auf der Strecke sind. Bei mir wären es lieber, wenn es nicht so viele wären. So. 747 sind wir eben gefahren auf der Strecke. Das sind wieder so viele. Das sind wieder dieselben Autos. Ja, Nils Martin hat eben gewonnen. Der Junge, der jetzt hier direkt vor uns momentan noch 5 liegt. Du hast das Rennen gewonnen. Ja, leider gibt er tatsächlich die Autos vor. Wenn er dann schafft, geil, dann ist er weg. Dankeschön. Ah, oh, Dankeschön, weil die mich alle einklemmen müssen. Hängst du wieder da hinten drin und kommst nicht, kannst nichts machen, weil auf einmal sie alle dir zugemacht haben. Der eine links, einer rechts und dann ist das Thema erledigt. Da muss ich in die Abkürzung rein. Ich wollte nicht die Abkürzung hier nehmen. Und dann kleben wir nur auf P7 und wir ziehen jetzt wieder alle weg. Damit ich hier in den Windschatten gehen kann. Ein paar liegen nur unter dem Sechstplatzierten. Und vorne ziehen sie wieder einer weg. Und das ist das, was mich am Ende schon wieder merkt. Wenn ich mal vorne wegfahre, ich bin snack mich dann so schnell in der Alm. Dankeschön, Mann! Hör auf, ich dir nicht rüber zu drücken, du Idiot. Ich kann nichts machen, wenn die mir da ständig in die Karre ziehen. Mich drücken sie dann die ganze Zeit weg und mich schießen sie die ganze Zeit weg, aber selber kann sie dann ohne Probleme da vorne wegziehen. Ey. Die Abkürzung mit dabei. So, jetzt gehen wir mal auf. Jetzt sind die zwei da vorne. Die zwei Hannis da vorne. Warum krieg ich jedes Mal die scheiß Idioten? Aber der vorne, der kann auch nur wegziehen. Oder ist der? Der ist nicht mehr weg, ne? Oder ist der eine mal weg? Da ist der erste vorne weg. Dann sind ja nur vier. Ne, sind alle wieder dran. Ne? Aber das Problem ist scheinbar, arbeiten wir wirklich gegen mich. Scheinbar arbeiten sie gegen mich teilweise, ja. Willst du mal eine längere Abkürzung nehmen? Okay. Ich komme nicht vorbei, nicht hinterher, nicht gerade, nicht vorbei, nicht gar nicht.
Zweifelsohn besetzt sich auf dieser Strecke heute. Ja, natürlich ist klar. Du kannst ohne Probleme da wieder respawnen und damit Vollgas weiterfahren. Wenn ich momentan noch die 7 noch kleben kann. Vor allen Dingen auch selber mitziehen. Zwei sind vorne weg. Ich habe keine Chance, irgendwas zu machen gerade, ne? Nee. Oh mein Gott, geh mal nicht auf den Sack, ey. Jetzt sind wir natürlich, jetzt haben wir drei Autos vorne weg. Und das ist der gleiche Schwarm wie eben. Weil wieder drei Autos sich abgesetzt bekommen. Wenn nur zwei wären, wäre das zu tragisch. Dann würde ich zumindest versuchen abzusetzen. Ja. Ja, da würde ich mich versuchen, wieder ranzukämpfen, aber. Dann wäre ich Dritter, dann wäre ich zufrieden. 9 Sekunden, das geht nie und nimmer aufhören. Ich habe wieder drei Autos hinter mir, das kann doch nicht sein. Dann soll ich die nächste Zeit mehr so entdecken. Ach komm mal. Komm aber auch von der Zeit eben auf dich an. Können die mal irgendwie da vorne einen wegfressen, bitte? Die anderen beiden sind mir Latte. Einen, ein einziges Auto. Aber selbst der Gummiband-Effekt, der greift nicht. Wenn es 7 Sekunden, ja, das... Ich kann schon sagen, was wir machen. Die drei noch in der Backe kleben hinter mir. Weil ich aber irgendwie, ich komme nicht vorbei, ich komme nicht ran von der Speed her. Und die Jungs, die können mir auch immer noch mit am Arsch gehen. Ich darf keinen Fehler einbauen. Ja, jetzt komme ich ein bisschen mit. Kann ich ein bisschen Luft holen. Jetzt kann ich ein bisschen nicht anziehen. Weil da vorne ist zumindest einer von denen, oder? Das ist doch falsch. Ja, doch, das ist doch einer von den dreien. Sag ja, ich versuche, ich kämpfe mich wieder ein bisschen rein, komm dann ran, mache nur einen Mini-Fehler, den ich einfach kurz bei einem Check gehe. Und der nächste in mir direkt an der Backe wieder dran. Die können nichts machen. Kann ich noch 5,1 Sekunden, komm nicht in diese... Ich versuche es ja gerade, wie mich rein, ne? Ich bin nicht weg. Das mag ihn wohl der Erste. Ich kann. Ich kann nichts machen. Ich habe keine Chance. Ich bin Vierter jetzt geworden. Aber weil ich Ewigkeiten hinter diesen die drei, die da vorne weggezogen sind, 0,0 Chance habe, irgendwas zu reißen. 0,0. Da, sobald die mir irgendwie wegziehen, die kommen ohne Probleme durch und ich kämpfe hier hinten hinter die mit den Jungs. So, versuchen wir es noch einmal. Ansonsten müssen wir Feierabend machen heute. Also, das ist definitiv
allerletzte Folge, das letzte Rennen und ich versuche es nochmal mit diesem Sunset Racer. Aber wie schwer ist das Rennen eigentlich nicht, nur halt, wie gesagt, du kommst halt von der Pace nicht hinterher. Und das ist wieder der erste Martin, der vorne auf einmal das Ding gewinnt. So, und jetzt hoffe ich, dass du das Ding nicht gewinnst. Ich würde ja gerne mal einmal mitziehen können vorne. Diesem Dreiergrüppchen. Jetzt ist mal Dritter. Ich würde halt gerne einfach mal entspannt mitziehen können in diesem. Ja, nee, ist klar. Unsichtbare Wand. Egal, wenn der die Abkürzung nimmt, dann muss der da unbedingt sich drehen. Geht das schon wieder vorne los. Ja, das war's. Da sind schon, wieder alle weg vorne. Also die ersten drei sind schon wieder abgezogen. Das heißt, du kannst das Ding eigentlich fast gar nicht gewinnen. Wenn mir sogar nur ein scheiß dritter Platz reichen würde, der würde noch nicht mal sieben. Ich muss das Ding noch nicht mal gewinnen. Das ist natürlich geil, wäre, aber. Ja, das sind drei Autos, die da sind, und der eine versucht sich schon wieder wegzuziehen. Ne? Zwei Autos und vier Autos. Sind aber immer gar nichts, keine Chance, was zu machen. Also, wenn du mal irgendwie vorbeischützen willst, drückt er dich weg. Verschwinde doch jetzt einfach mal von mir, bitte, Mann. Ah, geh vorbei, oh. Das sind 31 Kilometer und ich will dieses Rennen eigentlich immer mal schaffen. Das ist so quasi eines der letzten Rennen, was für mich auch überhaupt in diesem Ding hier aufsteht. Ist das hart? Ist das geil? Du kriegst keine Chance, hinterher zu gehen. Ich meine, du kriegst, ich hänge von 45 momentan. Ja, ist klar. Du machst nur einen fucking Fehler! Du kannst nichts machen! Ich habe keine Chance, da irgendwas mitzugehen! Okay, das ist jetzt die Korvette, die vor mir steht. Die sich jetzt gerade weggeknöpft hat, aber ich muss ja irgendwie mal rankommen, ne? Das fucking ist, dass das momentan der Fünftplatzierte ist, weil wir an ihm vorbei sind. Davor ist der Viertplatzierte und die ersten drei sind wieder komplett weg. Ach, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Ich hab keine Chance, ich krieg das Tempo nicht mitgegangen.
Sobald du dich in das Dreiergrüppchen reindrücken willst, hast du keine Chance, irgendwas zu machen. Weil dir irgendwie direkt irgendwas eine mitgehen, dass du keine Chance hast, das zu gehen. Hammerhart. Ich habe keine Chance. Ich kann es eigentlich schon wieder aufgeben. Es ist eigentlich schon wieder schon gelaufen. Es sind zwar noch 10 Kilometer, aber die Witze da ist auch wieder dran kommen. Es sind eh immer die gleichen. Du kannst die Autos auch nicht nehmen, die du dafür brauchst. Es gibt regelmäßig der Aston Martin, der DBS. Und das Auto kannst du gar nicht nehmen. Das ist weit. Sorry. Ach, verschwinde doch mal jetzt vor mir. Geh mir nicht auf den Sack. Ich hab gleich mal ein Auto geholt. Hey. Ja, momentan leider nur der Tripper zu. Das wäre ja schön, wenn es mal ein anderes Auto wäre. Okay, das ist noch nicht. Kann mal da vorne bitte sich einer irgendwo weghauen. 8,8 Sekunden. Wie sitzt du denn da hinterher kommen? Es ist immer das Dreiergrüppchen da vorne. Es ist hier. Ich versuche das jetzt zum dritten Mal. Und es ist immer das gleiche Prinzip. Du rammst, du hast ja hinten mit den Leuten Probleme. Und sobald du irgendwie eine Chance zu sehen, nach vorne mal irgendwie ein bisschen reinzukommen. Steht ja irgendwie eine Karre im Weg, die schießen dich weg. Hauptsache du bist irgendwie nicht, hast keine Chance da irgendwas zu machen. Und die fahren auch so fehlerfrei. Ja, das ist vergiss. Hast die gleiche Scheiße wieder an der Backe. Wenn einer ist jetzt weggefällt, aber das ist mir auch echt. Jetzt Martin wurde Erster, welche eine Überraschung. Meine Fresse, geh doch nicht auf die Bremse, du Vollspaten, ey. Wegen dir bin ich wieder nicht reingekommen. Ey, da geht der rüber mir auf die Bremse, mir genau vor die Karre jedes Mal. Ich habe keine Chance, ich kann die gar nicht machen. Du kannst doch überhaupt nichts machen in dem Rennen. Einen versuche ich noch. Also du kannst null machen in diesem Rennen. Weil du jedes Mal die gleiche Seuche an der Backe hast. Du kommst nicht diesem Dreiergruppchen hinterher. Weißt du, dann willst du noch vorbeigehen an dem. Ich muss doch rüberziehen, ich muss dir schön vor die Nase bremsen. Das sind immer die. Das sind, ich weiß nicht, welche Autos das sind, aber ich glaube, das ist der Aston Martin auf jeden Fall, der regelmäßig. Ich denke mal, der Skyline wird das da vorne irgendwo mit dabei sein. Aber das wird sich jetzt gleich wieder ändern. Und der Lambo ist doch mit dabei.
Chance haben, was zu machen. Wow. Na klar, warum fahren wir? Da fahren drei Autos nebeneinander. Wer fährt die Karren hier? Dankeschön. Wem stehst du im Weg? Mir! Warum stehen eigentlich immer die Autos mir im Weg? Du hast gar keine Chance, irgendwas zu machen. Und das haben sie schon noch relativ nah beieinander, aber die werden gleich alle wegziehen da vorne wieder. Ich kann auch nicht die Autos leider nehmen, die ich gerne hätte. Aber es sind auch immer dieselben, die auf die gleichen Positionen sind. Die ersten drei ziehen wieder weg. Ja, ich habe schon gar keine Chance mehr. Fick dich doch, alter Spiel. Sechs, fünf, vier, Papp und danach war es das. Die ersten drei... Wir hätten noch fünf, jetzt gehe ich da vor. Ich hatte nur den Viertplatzierten da vorne, aber das war's dann schon. Die ersten drei sind, es ist wieder ein Dreiergrüppchen. Es ist wieder ein scheiß Dreiergrüppchen, wieder wechselt. Fahrt man eigentlich wieder rüber. Also ich bin auf meiner Spur und du ziehst mir quer in mein Auto. Mit einer vorbei. Bin eine scheiß hässliche gelbe Corvette, aber ich muss auch noch mit vorbei an dir. Das ist auch das letzte Mal, dass ich diese 31 Kilometer fahre. Weil es macht einfach keinen Spaß. Das gar keine, du hast nie, sonst fährst du also halt fehlerfrei, aber du fährst halt. Du fährst halt, du kommst nicht hin. Du kommst nicht in die Position irgendwie. Oh man, verschwinde doch jetzt endlich mal. Du gehst mir auf den Sack, Mann. Das sind, wie gesagt, die ersten drei. Das ist der Lambo, das ist wahrscheinlich hier der Aston Martin, der natürlich wieder gewinnt. 7,99 Sekunden. Wie komme ich denn da hinterher? Dass sie mir wegziehen regelmäßig. Also, das Spiel muss ja mal eine Chance haben. Das Ding muss ja eine Chance haben, irgendwas zu machen. Und sobald du irgendwie mal eine kleine Möglichkeit hast, du gehst mal ein bisschen hinterher auf der Geraden.
Ich meine, da vorne ist der drittplatzierte, aber den wirst du ja nie kriegen. Mein Gott, steht mir nicht blöd in dem Weg rum, Idioten! Drück mich auch noch vorbei! Dann kann ich dich ja wieder vom Ziel wegbremsen. Meine Fresse, mit den Scheißautos geht mir nicht auf den Sack. Ja, fahrt alle noch vorbei, Vollpfosten. Schon, ey, das ist doch nicht wahr. Krieg dieses Rennen nicht hin. Es ist die gleiche Scheiße. Du kannst nehmen, was du willst für Autos. Das ist so scheißegal. Es ist das gleiche in Grün, regelmäßig. Die ziehen drei Mann vorne weg. Du hast nicht den Hauch einer Chance, daher zu kommen. Du hast nicht den einen Hauch einfach hinterherzukommen. Weißt du, dann fährst du doch in eine Abkürzung rein und dann stehen dir noch blöde Mauern und irgendwelche fremden Autos im Weg. Ach, egal. Da sind drei Autos nebeneinander. Was machen wir? Ach, wir knallen. Nö, wirst du nicht. Weil das Spiel einfach unfair ist. Willst du Erster werden? Nein, wie sollst du denn Erster werden, wenn du die gleiche Scheiße grün jedes Mal hast? Na gut, wir machen Feierabend. Ich hab keinen Bock mehr.